Donat, ich. Ja. Er, Schweizer Fernsehkamera. Ja. Wer seid ihr? Ja, der Toni. Toni, das freut mich. Wie geht's? Ich bin in der Chemo. Und darum geht es nicht so gut. Ja. Das verstehe ich. Gut. Ja. Gehen wir weiter. Okay. Alles Gute, wünschen wir euch. Alles Gute. Team und ich reisen wieder durch die Schweiz und suchen bewegende Lebensgeschichten. In dieser Folge zum Thema Freude und Leid. Freude und Leid? Ja. Ja, da ist näher zusammen. Das ist die Ecke von Papa. Ja. Mama ist manchmal ganz fröhlich und ganz traurig. Was? Maria. Ah, jetzt. Okay. Jetzt müsst ihr kommen. Wenn ich nicht alles sehe, was ich wirklich habe, dann wird es mir leicht schlecht. Ja, aufräumen schießt aber einfach auch an. Ja, nee. Das heißt es. Aber nicht ein Scheissjob, nein. Ja, ich muss mal Freude haben. Aber manchmal ist es halt schon nicht einfach. Das Leben ist eine Achterbahn. Und die grosse Frage ist, wie schafft man es, die Freude im Leben zu behalten? Das ist meine Welt. Ja. Das Leben ist ja so schön. René! Jawohl! Ja. Lachen tun wir darum. Weil es uns gesund macht. Unsere Reise startet im Thurgau. Wir besuchen Steffi und ihre Drillinge. Ah, jetzt. Hallo zusammen! Gut! Sind das eure Traktor da? Ja! Super! John Deere, gell? Okay. Ja, John Deere! Hä? John Deere! John Deere! Ah, John Deere! Hey, bei der Donat! Wie heisst du? Louis! Louis? Julius! Julius? Ja, Julius! Sie reden eben nur Drillisch. Hi, Drillisch. Steffi! Donat! Freut mich, hallo! Was heisst es, Drillisch? Drillisch ist Drillingssprache. Gell? Wie ist die? Halt eigen. Ja. Weil sie jetzt dritt verstehe sich bestens mit Drillisch. Ja, es langt. Ja. Was ist das da? Da ist ein Mikrofon. Schau mal mit so Puschelhaar, dass man besser den Ton hört. Und da ist eine Kamera. Es ist wie ein Foto, aber einfach ein Film. Weißt du, wie wenn du am Abend Fernsehen schaust? Ja. Gell? Wie heisst du? Carlotta. 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 Freut mich sehr, der Donat. Hallo? Afea. Ophelia. Freut mich. Feli Fee. So schön. Okay, schön, dass ihr da sind. Und alles in dreifacher Ausführung, hä? Ja. Gell, das bringt so mit sich, ja. Ein Kind fehlt. Als Vater weiss ich, wie viel Freude das Kind ins eigene Leben bringen. Ja. Aber auch viel von einem abverlangen. Da dürft ihr essen. Ja. Und da malen? Ja. Und spielen? Ja. Was tut ihr denn alle malen? Ja, ich komme. Was hast du gebaut? Das da. Was ist der Bauer? War cool. Was ist es? Alle rufen Donat. Aber wie machst du es, wenn alle Mama rufen? Wie entscheidest du oder wie machst du es? Je nach Dringlichkeit. Also wenn jetzt ein mit dem dreckigen Füdli ruft, ist das eine höhere Priorität als jemand, der ein Büchlein vorgelesen bekommt. Ja. Ja, dann denkst du halt, ja, der eine hat halt schon Milch gehabt, dann kann es dem nicht liegen. Jetzt kommt halt der andere zuerst über. Und dann muss halt einen Moment warten. Und eben, die Natur hat ihm zwei Busen gegeben, aber drei Kinder. Dann ist es halt ein bisschen schwierig, um das zu managen. Aber wir haben einen guten Weg gefunden. Und haben wir hier eine Drillingskiste gemacht auf den Boden. Da ein Baby und hat es geschöppelt. Und ein Baby am Boden und am Anfang halt mit dem Fuß den Schoppen gehebt. Das ist die Ecke von Papa. Ja. Der Vater der Drillinge ist letzten Herbst gestorben. Aus dem neunten Herzstillstand daheim auf der Stege. Steffi hat noch probiert, ihn zu reanimieren. Geholfen hat es nicht mehr. Ja.
Er fällt. Er fällt. Er fällt. Willst du zu mir kommen? Also? Was sagst du hier drin? Wo ist der Papa? Oder? Wir sagen einfach, er ist im Himmel. Und sie tun ihn mega gut integrieren. Also, weißt, am Anfang da haben wir halt die Beerdigung aufgehängt mit so ein paar Bildern. Und dann haben wir es hier aufgehängt. Und jetzt tun sie immer wieder Zeichnungen an. Oder sie tun ein Stofftürchen an. Sie tun ihn mega gut integrieren. Mhm. Genau. Es ist ja realisiert, dass er nicht mehr zurückkommt. Also, wie ist es für Sie? Also die Psychologin, die mit uns geschwätzt hat, oder schwätzt, sie sagt, so ab 8, 9, 10 tun sie es realisieren, dass es endgültig ist. Für sie in diesem Alter wäre es jetzt auch logisch, dass er nächste Woche wieder kommt. Mhm. Sie wissen schon, dass er. Ich sage ihnen schon, er kommt nicht mehr. Aber die Endlichkeit, das. Gibt es Trost? Im Sinne von, für sie ist es ja noch nicht. Es ist noch nicht ganz angekommen. Oder? Ja, aber es ist einfach verschoben, die Tour. Ist ja nicht. Nicht du. Halt, die Trauer mit Kind ist anders. Wie tust du Trauer? Oder kannst du dieser Trauer überhaupt Platz geben mit Drillingen? ja, zwischendurch. Wie jetzt gerade. Und Raffi war immer das wichtigste Kind. Mit Abstand. Also, die Kinder waren da oben, dann ist irgendwann Nico und dann irgendwann ich. Mit 1000-prozentig. Und ihm wäre einfach das Wichtigste, dass die es gut haben. Einfach eine schöne Kindheit. Das ist der Antrieb. Meine Medaille. Oh. Auf dem Skifahren? Möchtest du alle? Das ist von der Waldspielgruppe, dass du die bestanden hast, gell? Was findest du, welche, für was hast du eine Medaille verdient? Wenn du dir eine geben könntest, was würdest du dir eine Medaille geben? Auch ein paar Disziplinen. Ja, sicher das Organisieren. Mhm. Sicher das Organisieren. Fäden im Griff haben. Fäden im Griff haben, das ist sicher eine Paradedisziplin. Ja. Weil sonst geht alleinerziehend mit 4-jährigen Drilling und 80% arbeiten nicht. Ja. Du musst die Fäden in den Händen haben. Alltag läuft gut. Und sie sind so tolle Kinder. Weißt, sie sind lustig, sie sind frech, sie sind wild. Das sind so coole Kinder. Und ein grösseres Geschenk gibt es nicht. Mami? Ja, meine Laus? Ja, dort hat Felipe mal angemalt, gell? Da ist ein Bottin. Gell, gehen wir raus in den Garten oder wenn ihr am Donut noch rasch das Bäumchen zeigen? Ja, das Bäumchen! Oh, schön, ja. Jetzt können wir mal im Donut zeigen, wem sein, wo im Papa sein Bäumchen ist. Da siehst du fast gar nicht jetzt. Hallo. Hier ist sein Platz mit der Asche. Genau, ja. Sein Bäumchen. Und er hat, das Bäumchen hat er selber noch ausgewählt und hat es hier pflanzen. Und es ist 5 Tage nach seinem Tod per Post zugestellt worden. Und dann haben wir gedacht, ja, ist jetzt so. Das ist sein Baum. Das ist sein Baum und sein Platz. Freude und Leid können so nah beieinander sein. Im Grossen wie im Kleinen. Zum Beispiel unser Gelbflitzer. Ich liebe ihn. Aber die Büchse kann auch nerven. Die macht jetzt ständig irgendwelche Lampen. Können wir noch Öl wechseln, also Öl auffüllen? Geht das wieder raus hier? Ah, oh, nein. Das mal bleibt es. Keine Ahnung, wo das Öl ist, Sharon. Da. Das ist Öl, ja genau. Hat es gerade noch das Papier oder etwas? Da, oh, da kommt schon der nächste Zufall. Ein anderer Oldtimer sticht unsere Zug.
Unsere Produzentin lässt nichts unversucht und fädelt schon die nächste Geschichte ein. René, schon der nächste Einsatz. Ja. Darf ich dich übernehmen? Schilbert, freut mich. Schilbert, Donat, freut mich. Donat. Elina. Elina, können wir die Büchse anschauen? Selbstverständlich sicher. Es braucht ja noch nie so eine. Nein, ist ein Einzelstück. Einzelstück? Ist ein Einzelstück? Auf der Welt? Auf der Welt ist ein Einzelstück. Ja. Weißt du, das glaubt uns niemand, dass das ein Zufall ist. Die haben auch das Gefühl, wir haben dran gerufen. Nein. Aber du kannst bezeugen, dass es Zufall ist. Ich bin richtig Aarau gefahren. Jetzt sind wir auf den Kinderspielplatz gegangen. Genau. Da gibt es ein einziges Mal auf der Welt. Das ist ein Einzelstück, genau. Machst du schnell an das Steuer hocken und am Kameramann kurz zu mir wie zeigen, wie es drin aussieht und so? Ja, sicher. Ist gut, Matto. Oh, sorry, das Auto findest du einig auf der Welt. Ist schwierig zum Fahren? Nein, vom Platz her. Es ist gut Platz, vom Sitz her und so. Ist eigentlich einfach zum Fahren. Halt, es ist keine Servolenkung selber, dementsprechend musst du mehr lenken. Aber es ist eigentlich einfach zum Fahren. Hast du das näher gemacht? Ja, das haben wir alles gemacht. Ja. Auch die Hube noch haben wir gemacht nachträglich. Das ist eine andere Originalhube, sie ist noch drauf. Die kannst du wechseln innerhalb von 5 Minuten. Ja. Das ist komplett Umbau. Ja. Ich tue gerne umbauen. Das ist ein Hobby von mir. Was bist du für ein Mensch? Freiheitsliebend. Aha. Einfach abschalten können. So. Vom Arbeitstrott, von der Funktion, einfach frei zu sein. So. Aber Zähne, hast du die richtigen Zähne, hast du rausgenommen, hast du die künstlichen dritten, oder wie? Ich habe mit 38 Goldzähne gemacht. Ich habe kein einziges Loch, noch nie ein Loch. Das war mein Wunsch. Das wollte ich schon immer. Die originalen Zähne sind abgeschliffen worden, komplett. Ja. Dass es nur noch wie ein Reiskörnchen ist und dann ist das draufgesetzt worden. Tschüss! So eine Freude, der Typ. Der lebt seine Träume. Und wir reisen weiter Richtung Bern. Immer zu haben für eine spontane Begegnung und einen kurzen Schwatz über das Leben. Ich gehe schnell raus. Macht ihr das schon das ganze Leben lang hier, Kirsi und was sind das? Seit 25 Jahren Kirsi und seit 12 Jahren Abiri. Ja. Und ihr könnt von dem leben? Nein, ich muss ja nicht von dem leben, das mache ich einfach gerne. Auch? Ja. Was fasziniert dich an dem? Das ist eine Passion, mit den Leuten, Kontakt. Das ist das, was mir gefällt. Schön. Ja. Da kommen so viele verschiedene Leute. Und das habe ich gerne. Ja. Sie kommen mit verschiedenen Sachen zu mir. Und sie wissen ganz genau, dass ich das für mich behalte. Also das ist eigentlich, das ist nur ein Deckmann. Du bist so wie eine Psychologin hier. Ja, genau. Schon, das wissen die Leute. Ja, das wissen sie. Und dann können sie ihren Mist abladen. Nein. Nein, einfach kaufen können sie. Ja. Sie sind so lieb und können die Tauschuhr posten. Und ihr habt aber jetzt gewusst, sie hockt da und schnell auf den Köppel, schnell vorbei. Ja, er kommt regelmässig. Ja. Das weißt du ja schon. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ja. Und verliebt? Verlobt? Heiraten? Nein, gar nicht. Nicht verliebt? Nein, gar nicht. Einfach so zwei Liebe. Und jetzt ist eine Freundschaft entstanden? Ja, mindestens. Nein, schön. Ist doch gut so, oder? Ist wunderschön. Ja. Ist wunderschön. Nochmal zwei Junge haben sich getroffen. Oder? Und es ist aber nie Liebe entstanden und so wie noch mehr. Noch mehr? Gibt es noch mehr? Keine Ahnung. Sind ihr beide in anderen Beziehungen, oder? Nein, eigentlich nicht. Nicht, dass ich will. Beide Single? Ja. Es könnte noch etwas sein. Wir sagen jetzt nichts mehr. Ja. Yes! Jetzt aber. Wir sind in Bern, in meiner Heimat. Da wohnen sie mir. Ich meine, pfeifert nicht mal die Altstadt rein. Eine wahre Freude.
Aber wir sind nicht da zum Plägern. Ich bin mit dem Efeu zugewachsen. Wo? Ja, nicht da links. Wir werden erwartet. Ah, okay. Hallo. Hallo. Wir sind so mal pünktlich. Ja. Das Leute geht eben meistens nicht. Thomas, hi. Ja. Thomas, freut mich. Ciao. Hallo, ich bin Vanessa. Ja, du bist Vanessa, okay. Der René macht Ton und ja. Matt und Kamera. Okay, freut mich, hallo. Hallo. Das Haus sieht man fast nicht, aber es ist schön. Du wohnst hier, hä? Ich wohne hier, genau. Wir haben meine Werkstätte hier. Und das ist dein Haus? Ja. Wunderbar. Das habe ich geerbt und den Rest kann ich mal dazu kaufen. Hey, ich bin ganz gespannt. Darf man schauen? Ja, klar. Ist deine Katze? Das ist meine Katze, ja. Der Thomas zeigt uns die untersten Stöcke von seinem Haus. Hier lebt er seine Leidenschaft. Technische Objekte. Er ist ständig irgendetwas am Tüfteln und am Sammeln. Viel am Sammeln. Der ehemalige Filmemacher hat das Messi-Syndrom. Hoi, Rüdi. Hallo. Es ist ein bisschen eng. Es ist ein bisschen eng hier. Können wir ein bisschen zusammen durch die Sachen durchgehen? Ja, also wenn wir das überall machen, haben wir bis zum 60. Aha, ist so, noch, es gibt noch etwa 5 so Räume. Aha! Hier. Und Uhren faszinieren dich auch? Uhren faszinieren mich sehr, ja. Wieso? Ja, wieso? Zeit. Ja. Zeit fasziniert mich auch. Mhm. Und für wie viel würdest du mir das verkaufen? Nein, das würde ich nicht verkaufen. Wieso nicht? Ich bin kein Händler. Also ich brauche es noch. Also für was? Wann brauchst du es denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein das Problem beim Messi, das ist die Einschätzung von Zeit. Oder? Das hat, wie im Film sagt Elmira, man sollte eben für alles ein Leben haben. Oder? Und das ist eigentlich so. Also, das ist in meinem Tunnelblick, den ich meistens habe, oder wenn ich mir auf etwas wenn ich jetzt denke, wenn ich es schon tiefer brauche, dann denke ich nicht daran, dass ich jetzt noch vielleicht 20 Jahre lebe. Und das ganze Umfeld ist mir eigentlich mehr oder weniger schnurz. Und dann gibt es den Panoramablick, wenn ich dann alles sehe, was ich wirklich habe, oder, dann wird es mir leicht schlecht. Und dann sehe ich dann deutlich, dass ich die Leben nicht mehr habe, dass ich die Zeit nicht mehr habe. Aber ist das eine Achterbahn zwischen Tunnel und Panorama, Tunnel, Panorama, oder? Ja, meistens ist es du noch ab und zu Panorama. Und dafür, weißt du, mehr Thema Freude und Leid. Ja, ist wie du noch ist Freude, ist Leidenschaft und Panorama ist wie Ohnmacht und Shit. Ja, kann man so sagen. Mhm. Verbringst du viel Zeit hier, Junge? Ja, das teilt sich einfach durch all die Werkstätten. Mhm. Jetzt hier ja, im Mangelraum habe ich. Ja, neu habe ich einen grossen 3D-Drucker geschenkt bekommen, der nicht mehr ganz jetzt weggemacht. Mhm. Im Moment bin ich recht viel hier, weil ich an dem arbeite. Mhm. Du bist im Tunnel? Ja, klar. Hat das Umfeld mal gelitten? Oder gar nicht? Ist es wirklich einfach dein Ding? Oder geht es in ein grösseres Umfeld, Familie? Oder dass auch jemand nicht mehr zu viel also, ich habe wirklich bis jetzt immer so Glück gehabt, dass es nie... Ja, ich bin nie diskriminiert worden. Ich habe immer wahnsinnige Jobs bekommen. Ja. Immer, und die Leute haben das gewusst. Ich habe das nie verheimlicht. Ja. Und viele verstecken sich nicht mehr an. Weil sie sich wahnsinnig schämen, viel, ja, klar. Und viele haben natürlich auch von Familie. Ganz viele Familien wollen nicht, dass ein Messi zu ihnen gehört. Oder? Mhm. Weil sie renommiert sind, irgendwie in einem Umfeld leben, wo sie angesehen sind und alles. Und nachher haben sie ihre Familie eine Messi, dann probieren sie das natürlich zu verstecken. Mhm. Und das gibt schwierige Situationen. Oder? Und bei dir ist es nicht so gewesen? Bei mir ist es nicht so gewesen. Mhm. Nein. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe fast keine Familie mehr. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz jung war. Mein Bruder ist vor 35 Jahren in Australien gestorben. Ich bin quasi noch der Letzte aus dieser Familie. Okay. Und ich habe nachher selber eine Familie gegründet. Jetzt habe ich wieder Enkel, Kinder und alles. Das geht jetzt wieder weiter schön. Mhm. Aber die kennen natürlich nichts anderes als mich in dieser Situation. Oder? Die sind nicht
Und dort habe ich ja, ja, das ist vielleicht das Leiden, was ich hatte. Das sind nicht ihre Familie, hast du verloren. Familie oder so. Ja, bist du gewesen, die Eltern? Sie sind ja, gleich zusammen gestorben, oder? Nein, ich kurz aufeinander. Von völlig anderen Ursachen. Das war mehr so ein Zufall. Ja. Dann frage, was mit deinem Leben hat gemacht, der Verlust mit 18? Ja, dass ich selber auch in die Hand nehmen konnte. Oder müssen in die Hand nehmen, besser gesagt. Ich war dann noch im Gimmer. Und es wäre wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Wenn mein Vater noch gelebt hat, hat ich normal studiert und hat ein bürgerliches Leben angefangen. Er ist, wenn ich zurückschaue, denke ich zwar schon, dass er auch Tendenzen zu Messi-Sachen hatte. Also er hat auch, wenn irgendetwas Aktion war, hat er auch zweimal gekauft. Mhm. Aber das machen viele Leute. Oder? Das sind ganz normale Dinge. Und wenn wir noch einen Stock haben. Das hat noch einen Stock? Ja. Also. Bevor wir abgehen, weißt du, die Notiz da, ja. Hat die noch Gültigkeit? Nein, die hat keine Gültigkeit. Das ist noch eine von meinem Bruder. Das ist emotional. Das ist emotional, ja. Ah. Aber ja, ohne Bruder ja, ist so ja. Fest lieber erlebt. Ja. Aber dann kann ich so wie. Ja, es ist halt da. Bruder ist etwas, das kannst du nicht ersetzen. Oder? Mhm. Die Karte wäre hier hinten raus. Ah, da. Es ist endlos hier. Ja, quasi. Unendlich. Was ist Maria? Jetzt fährt es an, gell? Jetzt fährt es Messi an, ja. Ah, jetzt. Okay. Jetzt müsst ihr kommen. Ja. Okay. Das hätte ich nicht so gerne Musik. Aber da kommst du jetzt nicht mehr. Das ist ja wie nein, das, zu. Das, dort ist zu, ja. Ja, das ist fast zwar zugemüllt, aber es ist nicht zugemüllt. Oder was ist es? Nein, ich würde auch nicht sagen Müll, nein. Nein. Aber das würde eine Aufräumaktion brauchen. Mal. Das ist völlig recht. Und da hat so viele Sachen drin, die jetzt so outdated sind. Dass, aber werden das deine Enkelkinder? Ich hoffe, noch vorher. Okay. Ist noch vorher dazukommen. Ja, ja. Weil dort hinten ist etwas, was ich schon lange gerne möchte. Dort habe ich ein Buch mit Fotografien, die ich gemacht habe, auf einer Sizilienreise, die ich gerne möchte führen holen. Du weißt, es ist da hinten. Ich weiß, es ist wie lange bräuchtest du, bis du dort bist? Ja, kann ich dir helfen? Das ist eben nichts, wenn man es schnell überbiegt. Oder? Das braucht eine Aktion. Aber vielleicht ist das so ein Antrieb, weißt, dass man das mal. Das ist so wie ein Running Gag fast immer. Wahrscheinlich ist es auch meine Trägheit, dass ich das noch nicht aufgeräumt habe, weil ich überhaupt die Möglichkeit habe, gleich das zu machen, was ich will. Oder? Und du hast echt zu wenig Leidensdruck, für das du aufräumen musst. Du hast so viel Platz, hast nicht? Stimmt, du kannst immer weiter. Ja. Jetzt bist du im Garten. Und das kann man genau so sagen. Ich suche den bequemsten Weg, für den auszuweichen. Dass ich, ja, aufräumen scheisst aber einfach auch an. Ja, das heißt es. Ja. Das sind eben die berühmten Trampelpfade, die man gerne sieht. Das ist wichtig, oder? Die letzten Worte von Thomas hauen nach. Trampelpfade sind wichtig. Das kann man auf das Leben münzen. Und genauso wichtig, eine Spur mal zu verlassen. Gewunderung auf Abwägen. Es gibt so manches Schönes zu sehen da aussen. Zum Beispiel das Keiben Appenzellerland. Jetzt geht ein Kuhfladen. Hallo! Grüß dich wohl! Nicht verklopfen, wir sind mit der Kamera da. Schweizer Fernsehen. Ich bin der Donat. Du hast schön nasse, dreckige. Genau, ja. Wie heißt Thomas. Thomas.
Freut mich. Weißt du, warum wir da sind? Ha? Happy Day. Nein, ist ein Witz. Nein. Du bist Bauer. Was heisst Bauer konkret? Das Töri wissen wir nicht, was ein Bauer ist. Nein, ja. Was machst du hier? Was? Ja, wir betreiben die Milchwirtschaft. Zellen haben wir auch. Hast du auch schauen? Im Stall? Ich schon, aber sicher. Mit dir? Ja, machen. Kannst du 5 Minuten Pause machen? Ja. Kannst du das leisten? Ja. Wir hätten auch lieber mal Heuwetter. Darf ich fragen, weißt, wann war es in deinem Leben mal schwierig? Wir haben ja das Thema Leid und Freude. Ja, das ist manchmal noch schwierig. Ja, was? Ja, ich denke jetzt auch vom Finanziellen her vielfach halt auch. Natürlich die Haufen Stunden, die wir arbeiten. Und, ja. 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 Also beschäftigt dich das, wie ihr über die Runde kommt? Hast du Kinder? Ja, 4 Stück. Ja. 4 Kinder? Ja. 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 Das kostet. Ja, das ist so, ja. Ja. Ja, ja. Hast du manchmal schlaflose Nächte gegeben, oder wie plagt es dich? Nein, ja, schlaflose Nächte nicht, aber ja, ja, wir sind ja alle gleich drauf, ja. Das ist so, ja. Aber ist der Schwiegervater, der hilft, hä? Ja, genau, ja. Wie viel hast du? Ja, da sind wir zu viel und Stier. Hast du schon immer Bauer werden? Ja, Mama. Wieso? Was gefällt dir da dran? Ja. Kommt er? Ja. Siehst du es? Du siehst es. Meine schönen Schuhe! Geil! Wir sind eine Bauernfamilie. Wir haben Großvater schon Bauern, der Urgroßvater. Auf beiden Seiten haben Bauern gehabt. Und mein Vater hat Bauern das Leben lang. Ja. Er hat mit 20 Jahren angefangen zu bauen. Und bis zu 65 war er schon. Ja. Ja, ja. Ja, man muss Freude haben an dem, was man macht. Ja. Aber eben, manchmal ist es halt schon nicht einfach. Ja. Ja. Wo geht ihr in die Ferien? Nie nicht. Hä? Wieso? Wir sind deine Leute. Ja, und wenn ihr jetzt 100'000 Stutz in die Hänge drücken würdet, was würdest du machen? Schulden abzahlen. Ja. Merci vielmal. Das wäre ein scheiss Trainer. Man sagt, Glück können wir nicht kaufen. Hat etwas. Weil Freude und Leid passiert in uns Sinn. Aber wenn man sich mit einem anständigen Zapfen gewisse Sorgen vom Haus behalten kann, ist das schon viel wert. So wie eine gute Teller Spaghetti, wenn der Magen wieder mal knurrt. Kannst du noch raus? Machen wir einen Kiosk hier. Mmh. Hat es ein Peperoni drin? Ja. Oh. Hast du nicht gern? Nein. Hä? Ja. Kann ich das? Dann tun sie wie mein Bub, tun sie dir wegnehmen. Peperoni. Ja. Also, guten Minan. Guten. Sehr fein. Danke fürs Kochen, gell? Sehr fein. Der Bauch ist gefüllt, Zeit für ein bisschen Bewegung. Ab auf die Roggen in Appenzell ausserrodeln. Ab ins Lach-Yoga. Ist sie denn ein Guru da? Jetzt ist ja. Eine. Ja, und ich glaube, es ist weniger esoterisch. Ich glaube, Lach-Yoga ist eher auf der heiteren Seite. Ja, und eine Technik. Kannst du auch so tun, mit dem Körper, als wärst du glücklich, und dann wird die Psyche glücklich. Du darfst schnell fragen. Ja. Wir suchen den Thomas Schweizer, Lach-Yoga. Yes, das ist ganz da gerade aus. Hi zusammen. Hallo. Du noch heute Katharina. Hi, tschau. Michel. Freut mich, hallo. Michaela. Michaela, freut mich. Hallo, François. Enchanté. Das Erste, was ihr macht, ist, ihr sagt euren Namen. Also, ich komme und sage, heute sehen wir bei der Thomas. Und dann lachen wir alle. Und nachher sagt ihr, was euch immer wieder Freude macht. Und das Dritte ist, was macht euch immer wieder
Sorgen, Kummer zu arbeiten. Und dann lachen wir auch, aber gleichzeitig wir lachen uns nicht aus. Wir machen mit dem miteinander lachen. Okay. Mein Name ist Françoise. Freude macht mir, wenn mir Menschen begegnen und ein Lächeln schenken. Also ich habe Freude, wenn ich tanze. Und Sorgen macht mir meine Beziehung. Ich heiße Donald. Aber was mich stresst, ist, dass ich viel oft arbeitsbezogen viel zu fest im Kopf bin, Gedanken kreisen und sorgen. Und ich alle 700 Mal büschele und zu wenig im Körper bin und zu wenig lache. Im Lach-Yoga wird der Körper austrickst. Ob wir künstlich lachen oder von Herzen, der Effekt ist der gleiche. Glückshormone fließen und Stresshormone werden abgebaut. Genau. So, wer sich erlaubt, zum glücklich zu sein, der kann jetzt hier reinstehen und sagen, ich darf glücklich sein. Und dann mehr jubeln und lachen. Okay? Wer erlaubt sich da, zum glücklich zu sein? Kannst du sagen, ich darf glücklich sein. Ich darf glücklich sein. Wenn ich die Frage in die Runde darf geben, für die, was jetzt schon regelmäßig gemacht oder ein paar Mal gemacht. Was hat es verändert, die Thematik eben Leid und Freude? Was bringt das Lach-Yoga nachhaltig? Wenn ich zu der Arbeit fahre, die ersten 3 Minuten von der Strecke, grinse ich einfach. So, und irgendwann muss ich auch lachen. Also immer die gleiche Strecke bis dort hin, grinse ich. Also tut mir richtig weh mit der Zeit. Aber das bringt es für den ganzen Tag. Kommst du eine Rechnung über und weisst nicht, wie ich zahle? Oder? Und dann einfach zuerst mal eine Runde lachen. Also in einer Situation, wo du eigentlich findest, ach Scheiße, irgendwie geht gar nicht. Und dann, wenn du zuerst mal eine Runde lachst, dann ist so klar, dass es eigentlich viel wichtiger ist, am Leben sein und lachen und Freude haben. Und ja, irgendwie gibt es dann schon eine Lösung. Doch so alles Abfall vom ganzen angespannten Alltag. Und jetzt fühle ich mich total entspannt. Also ich bin jetzt auch sehr entspannt. Und es war sehr intensiv. Und es ist so immer ein schmaler Gratislachen. Es gibt die schönen Momente, wo es wirklich lustig ist und einem nimmt. Und so. Aber dann, manchmal, eben, wenn ich es nicht mehr lustig finde, ist es so anstrengend. Und es fühlt sich so falsch an, das Lachen so, und anstrengend. Also es gibt fast nichts Anstrengenderes als müssen lachen. Es gibt nichts Schöneres und Besseres als dürfen lachen. Es ist so ein schmaler Grat. Wieso machen wir das? Ich bin der Thomas. Weil unser Geist eigentlich macht, unser Verstand, ist, er tut so viel aufladen, was zu mir gehört. Und das Lachen kann man da loslassen. Ja? Hey, merci, dass wir dass die Kamera hat zugelassen und uns vier so als Gruppe. Und Chapeau. Yeah. Auch wenn ich nach diesem Tag nur fertig bin, eins nehme ich mit. Um mal zu lachen, wenn es mir vielleicht nicht danach ist. Ein bisschen den Ernst aus dem Leben schütteln. Das ist die Theorie. Also, letztes Mal.
Das ist wirklich Standgas. Nein, nicht schon wieder. Mal. Es hat sich wirklich gelöst. Dann können wir es schnell machen. Also ich gebe ich Leute schon an, oder wir sind verspätet. Ja, auf jeden Fall. Problem ist, wieder da. Zuerst. Da knapp, oder? Gönner. Jahrgang 78. Unser Gelbflitzer ist nicht mehr der Jüngste. Aber er ist stilvoll gealtert. Und das muss er zuerst mal herbringen. Montagmorgen in Biel im Altersheim. Der wöchentliche Tanzkurs steht auf dem Programm. Wir sind dabei und wollen wissen, wie es um die Lebensfreude im hohen Alter steht. Grüß dich, Mina. Bin ich hier richtig bei den Tänzerinnen? Ja, wir sind Tänzerinnen. Also, wirklich, wenn man so will. Ja. Bevor wir das Tanzbein schwingen, lehre ich noch heute die Tanzlehrerin und ihr Leben kennen. Hallo, Donat. Hallo. Du bist der Dani. Schätze von ihr. Jawohl. Freut mich. Wir behalten die Freude im Leben. Und du kannst Freude schenken. Also ich habe viele Sachen erlebt mit dem Leid, eigentlich immer Krankheiten. Ich hatte selber Krebs, Unterleib, also Eierstockkrebs. Mit wie alt? 18, ich war gerade 18, ist die Diagnose gekommen. Dann ist mein Vater erkrankt an Lungenkrebs, er ist aber gestorben dabei. Vor zwei Jahren hat mein Bruder, einer meiner drei Brüder, die Diagnose gehabt, Darmkrebs. Dort bin ich helfen, habe geholfen pflegen. Nach fünf Monaten mussten wir ihn gehen. Bin ich dabei gewesen, bis beim letzten Atemzug. Und nachher habe ich die Pflege von Mutter übernommen. Drei Monate später ist sie eingeschlafen. Als sie eingeschlafen ist, bin ich mit ihm notfallmässig ins Spital. Sie haben ihn untersucht, bin ich zurück ins Sterbebett von Mutter. Bin ich wieder ins Spital, haben sie mir eröffnet, dass er Krebs hat. Und dort ist einfach mal der Laden runter. Und dann habe ich gewusst, am gleichen Tag die Mutter gestorben, seine Lymphdrüsenkrebsdiagnose. Und dann habe ich gewusst, jetzt wird es hart im Leben. Jetzt wird es hart. Ja. 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 Ist das für dich? Ist das aus dem Nico? Ja. Wir sind oben im Spital und von dort her weiss ich nichts mehr. Drei Wochen. Dann war ich hier, dann hat es geheißen, ja, das ist Krebs. Und ich hatte schon die erste Chemo hinter mir. Und das ist nachher eigentlich gelaufen. Ja. Das ist wie in einem Film. Wie ist es weitergegangen mit der Chemo? Ja, nachher hat es nach einem halben Jahr geheißen, sie wirkt nicht. Es gibt nur noch Stammzellentherapie jetzt. Und die hat nachher angehängt. Ja. Jetzt bin ich eigentlich wieder in Genesung, oder? Danke Imo. Das ist eigentlich ein Part, wo man das zweite Höchstüren macht, oder? Ja. Was bedeutet dir die Tanzkurse, die du hier im Altersheim gehst? Du hast die alte Musik, du bewegst mit ihnen. Die lachen, die strahlen, die singen mit, die fangen an zu erzählen, trotz ihrer Krankheit. Das gibt mir Kraft, für meinen Alltag auch zu meistern. Ja. Und ich glaube, diese Kraft spürt dann auch, wenn ich heimkomme. Das geht über. Ja. Aber gerne, wir brauchen Platz für die Aufwärmung. Manchmal Belanche, ja? Und das ist meine Kollegin Sandra. Komm, ich führe die Damen, sind so gut. Wo sind die Prätte? Donat, ihr Prä? Prä. Prä. Nur sie, auch nicht Prä. Nur so ein Prä. Aber den müssen wir. Ein kleines bisschen nehmen wir noch nicht. Oh ja. Komm, so wie ein bisschen. Ja, ja. Ja. Und
Heim auf die Schulter legen. Gegen vorne krallen. Das ist übrigens die älteste Teilnehmerin. 96 hat sie mir gerade erzählt. Gin Tonic. Champagne. Ich finde, ich bin jetzt 37, ich finde, das Leben ist recht cool. So, wie ist es mit 96? Ich gehe jeden Tag meinen Rundgang gemacht, also nicht immer am gleichen. Es gibt so viel zu sehen in der Natur. Man muss es nur mehr sehen. Ja. Ich glaube, ich bin als Optimist geboren. Für mich ist auf alles Glas immer halb voll, nicht halb leer. Sehr schön. Also, Prost. Ja, danke. Schade. Ja. Was wollen wir schwätzen? Was geht's? Freude und Leid. Wie man Freude im Leben behalten kann. Das Leben ist ja nicht nur... Nein, das Leben ist nicht nur schön. Ja. Ja. Was heisst das? Ich habe den Mann verloren, ich habe den Sohn verloren. Und das sind einfach auch Sachen, die ihm nachgehen. Ja. Das ist Horror. Der Sohn mit 55 Jahren. Wo er 55 oder du 55? Nein, der Sohn war 55 und das ist schlimm. Hat er eine Krankheit gehabt, oder wie ist er? Nein, er war in der Ferien und einfach ein Hinschlägli und weg und fertig, Schluss. Wenn du dich verabschiedest und er nicht mehr zurückkommt, das ist Horror. Ja. Aber das ist einfach das ist das Leben. Ja. Wie hast du das verarbeitet oder wie gehst du mit diesem Schmerz? Was machst du? Einfach mit Kolleginnen und so zusammen und eben zu tanzen, das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Wie alt seid ihr jetzt? Ich? Ich sage es nicht mehr so. Wie? Sicher? Was heisst das? 8? 9? 9. 99? Und wann habt ihr Geburt? Im März. Im März? Ja. Ich habe noch jetzt noch etwas vorher. Also März bin ich dann. Freut man sich da auf 100 Stück? 100 ich habe früher immer gesagt, ich will dann einmal nicht so alt werden. Ich habe immer gesagt. Ich kann nicht machen, aber ich bin gesund. Topf mit Stutz. Wenn ihr mir jetzt noch einen Ratschlag auf das Leben geben könnt, damit ich die Freude im Leben behalten kann, was ist es, ein Detail, das ich mitnehmen kann? Nehmt nichts so ernst. Ja. Nehmt nichts ernst. Dann sind alles ein bisschen locker. Ja. Ein bisschen locker nehmen. So. Ich könnte wieder so richtig am Walzer tanzen. Ja, wollen wir? Ja. Ja, warum nicht? Darf man? Ui, die dir führen. Komm her! Du musst führen, ich kann nicht. 1, 2, 3. Merci, Vanessa. Das Leben ist ein Auf und Ab. Es kann so schön sein und so verdammt wehtun. Brauchen wir das Leid, damit wir die Freude überhaupt richtig spüren können? Ist es die Einladung, dass wir die Kostbarkeit der kleinen Momente bewusst erleben und feiern? Ah, da ist sie. Die winkt. Ja, hey, Matt, du, das geht in die Aufnahme. Du musst einfach frucht bleiben. Maja, freut mich. Hoi, ich bin der Donat. Hoi, wie geht's? Super, und dir? Gut, du kannst mir nachfahren. Also. Maja ist die Tätschmeisterin von dieser Kilbe hier in Aarau.
Sie führt uns zu unserem Nachtlager. Ja, Achtung, gut. Oben der Store, gell? Ja. Aber das ist nicht der Stand. Das ist meine. Welche Stand gehören denn auch wieder? Also, was ist jetzt der hier? Das hier? Ja. Der Greifer, die zwei Boxkästen. Was kostet so eine Bar? Also, wenn sie jetzt neu kaufst, dann bin ich mit einer Million. Eine Million? Vielleicht ein bisschen drüber. Ja. Je nach Ausführung natürlich, gell? 1 Million für so ein Ding? Ja, musst du heute schon rechnen. Dann bist du ja Millionärin. Ja, wenn du das meinst. Ja. Also, habt ihr Hunger, hä? Hallo, Bruder. Willst du noch Mandeln? Ja, mal, das lange jetzt mal. Das ist ein glücklicher Rennen. Darf ich dich fragen? Ja. Was ist für dich Freude? Es ist, wie soll ich sagen, es ist einfach, wenn du Gesundheit hast und im Frieden leben kannst, ist Freude für mich. Ja. Und darf ich noch fragen, was ist der Leid? Leid für mich ist die Flucht, die ich gemacht habe. Was ist es? Ich bin ein Flüchtling, ich bin geflüchtet. Ja. Und ich habe gesehen, wie meine Mutter Schmerz erleidet, wie sie krank ist, wie sie mit vier Kindern alleine hergekommen ist. Und von wo seid ihr geflüchtet? Von Eritrea. Wie alt bist du? 10. Ja. Und jetzt, weißt du, hier in der Schweiz, was machst du? Oder wie ist dein Leben so? Ich bin Coiffeur. Coiffeur? Ja. Ja. Ich mache den schönsten Beruf, was es gibt. Wieso der schönste? Weil du machst Menschen glücklich. Yes. Du siehst Menschen nur mit etwas Kleines. Ja. Machst du glücklich. Ja. Butch-Auto. Für die einen einmal im Jahr. Für die 67-jährige Maya der Alltag. Gleich 50 Jahre ist Kiel bei ihres Leben. Ja. Eine. Okay. Wie fühlst du dich da in deinem Thron? Gut. Das ist meine Welt. Ja. Gell, du Kitty, das ist unsere Welt. Und was ist für eine Welt? Eine ganz andere. Du bist frei. Wie meinst du? Ja, ich bin einfach gerne unter den Leuten, weißt du? Ja. Und das ist mein Job, das ist mein Baby, das Kulter, oder? Ja. Darf ich fragen, wer dort vom Foto zuschaut? Das ist mein Mann, der gestorben ist, vor 14 Jahren. Ja. Wir haben miteinander das Geschäft aufgebaut. Und er ist immer bei mir. Vermisst du ihn? Manchmal schon. Aber das Leben geht weiter, oder? Du kannst nicht stillstehen, es muss immer weiterlaufen. Vorsicht, bitte. Ja, wir reden morgen vertieft. Ja, ja. Hey, bis morgen, Maya, gell? Du, tschüss. Wir sind jetzt noch fertig. Ja, mach du das. Merci. Und jetzt die anderen. Meine Wandscheibe. René! Jawohl! Achtung! Wir haben überlebt. Kaffeepause? Ist das jeden Morgen so? Also, ja, wenn ich pfeife, kommen sie. Kannst du sie fragen? Wenn man ja rüft, dann sagt man. Ja? Nein. Das ist wie eine Königin. Das ist unsere Chefin. Chefin oder Boss, Königin? Was der Boss sagt, wird gemacht. Ja, und ist sie eine gute Chefin? Also ich bin zufrieden mit ihr. Ja. Ja. Gut. Sie getraut sich nichts anderes zu sagen. Sonst war es der letzte Tag. Ich weniger. Merci für den Kaffee, ist lieb. Du, dein verstorbener Mann. Ja. Wie seid ihr zusammen? Was war das für ein Leben? Er noch jung und irgendwie ganz hungrig und so. Ist eigentlich noch, wir hatten eigentlich ein schönes Leben miteinander. Ja. Wir haben viel Tief am Anfang. Weil es hat einfach auch an finanziellen gefehlt, oder? Weil wir haben eigentlich mit nichts angefangen, oder?
Oder hat er vielleicht gestern schon gesagt, in der Kasse? Ich habe Fotos dort. Dass ich auch sonst hier mit ihm etwas rede. Ups. Finde ich normal. Wenn man so schaut, sagen viele Leute, sie reden auch mit dem Mann. Ich glaube auch, dass sie einen manchmal verstehen und ein Zeichen geben. Vielleicht bin ich, aber ich glaube noch. Und das sind so die kleinen Momente, wo du einfach für dich bist. Da ist niemand rundherum, kein Lärm, nichts. Hast du heisse Schocke bestellt oder Kaffee? Nein, das ist Kaffee mit Schocke, das ist Schocchino. Ja. Ah, Schocchino. Seit 9 Jahren geht Maya mit einem neuen Mann durchs Leben. Mit dem Urs. Er begleitet sie auf der Kilby-Tournee und packt mit an. Müssen wir ablösen? Ablösen, das wäre super. Aber darf ich noch eine Frage stellen dazu? Die Ex-Mann hat ja hier so einen wichtigen Platz, wo ist immer da. Wie ist das für eure Beziehung? Wer hat welchen Platz? Er ist das Nummer 1. Er war der Anführer, ich bin der Partner, aber ich bin das Nummer 2. Schon, oder mit dem kannst du leben? Da kann ich ohne Probleme leben. Siehst du es auch so, Maya? Die Ex-Mann ist Nummer 1 und er ist Nummer 2? Ja, das ist es so. Was heisst das für dich? Für mich, das war mein erster Mann, oder? Und die erste Liebe, die ist nicht so, die ist, ich muss so sagen, die zweite Liebe ist nicht gleich wie die erste, wo du miteinander geheiratet hast und alles. Es wird sich alles ein bisschen verändern, oder? Und ich habe das Gefühl, du siehst das auch so. Ja, das ist es. Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Darum, wenn ich aufmache und hier einrichte, dann nehme ich auch sein Foto und das dort anstellen. Neben dem Glücksengel und dem Stein. Und für mich gehört das eigentlich da rein. Weil das ist einfach ein Teil von der Maya, ihrem Leben. Und ja. Urse, bitte. Ich habe hier kein Problem und ich akzeptiere das. Und sie akzeptiert das bei mir. Schick sie werfen und fahren, bitte. Der Film ist fertig. Nein, der Bus geht nicht mehr. Wir mögen doch alle nicht mehr. Der geht schon noch. Soll ich noch länger gäseln und recht fahren? Ja, also was wir ein bisschen schnell probieren können, ich habe gesehen, bei dem Stängel, wo Gas gibt, dort kann man auch noch ein bisschen schräubeln. Ja. Soll ich das probieren? Ja. Ja, und sonst müssen wir halt heute wirklich schnell in eine Garage. René, wärst du mitgekommen, wenn du gewusst hättest, wie oft du hier im Einsatz bist? Ja, das macht doch Spass. Freude. Aber was ist es? Es macht Spass. Mecken macht immer Spass. Das ist eine Freude. Ich finde, es ist mit den Händen zu arbeiten, finde ich etwas Schönes. Ja. Oder? Aber wieso bist du ein Tontechniker? Techniker heisst es ja schon. Ja, aber du machst die ganze Zeit. Also, weißt du, es ist ja viel Denken. Du musst ja nicht viel reparieren. Schon. Ja, ich habe viel da. Weißt du, jetzt hier überall feine Sachen dran. Aber hast du schon als Kind etwas mit Technik gemacht? Ja, mein Vater hat mich immer mitgenommen zum Arbeiten. Ja? Was hat er gemacht? So Schlosserarbeiten. Dann durfte ich schon als kleiner Pfüdi mitgehen, helfen. Und ich war mega interessiert. Ja. Coole Arbeit. Oder? Ja. Nicht cool. Ja. Lässig, oder? Du musst dich Freude haben beim Arbeiten. Voll. Gell? Wenn schießt dir den Job an als Tontechniker? Ja, das ist ja, genau. Ja. Wenn mich anschießt, ja. Schlechte Stimmung auf dem Set. Ist nie gut. Haben wir das auch mal gehabt? Aber haben wir nie gehabt, oder? Selten. Angeregte Diskussionen. Wir haben es auch immer mit Gesprächen löfen, ja. Wenn wir müde sind. Halt, ja. Aber wir haben schon viel gelacht. Schau jetzt, da, es ist fast gegangen im Fall. So, jetzt. Sagt er, jetzt kommt es sehr gut. René, wir haben alle Quellen von der Freude. Ja. Die wir manchmal nicht anzapfen. Welches ist deine Quelle von der Freude, die du zu wenig anzapfst und lebst? Mega Türen. Skitouren? Ja.
Das wäre cool. Und also, wenig gemacht. Machst du das auch? Ja. Zu wenig. Zu wenig, viel zu wenig. Es gibt nichts anderes. So, ich glaube, du, es wird, es kommt gut. Ich habe also. Die Quelle vom Übel gefunden. Ich muss dann rechnen. Gehen wir da mal schauen? Ja. Es gibt sicher ein paar spannende Geschichten, da die Leute. Gibt es jemanden, der kurz mal reden über das Leben oder über das Thema Freude und Leid? Sollen wir kurz hinten sitzen? Ja, ja, nein, easy, Mike. Nein, Zeit. Wie geht's dir? Gut, jetzt ein neues Gebiss. Gut, ein neues Gebiss bekommen? Ja, ich mache. Okay. Wie fühlt sich das an? Gut, wie jetzt? Also im Gaumen, aber wenn ich die Zunge reingehe, ist ein bisschen blöd. Wir fragen deinen Lebensweg. Was hat dich hierher gebracht? Ja, ich bin in Pöpping gehockt, die Beine abgelaufen. Dann sagt der Kollege, was weiss ich, ja, ich entscheide. Mit dem Sohn, also mit dem älteren Sohn. Ja. Dann sagt er, ja, ich soll mal in die Schweiz kommen. Dann bin ich mit ihm runter. Die Schweiz sagt, ich soll es so machen. Mach ich so. Dort also so braunes Zeug da drauf, zu meinem Haus. Und jetzt, wo muss ich mit dem? Aufgenessen. Da, zwei Jolli. Die andere Seite auch. Gut. Und jetzt am nächsten Tag. Dort hat man so offen. Was war das? Heroin. Heroin? Super. Und ab dann? Nächsten Tag bin ich so wieder zu und du hast noch von dem Zeug. Ja. Ist mal tiptop gegangen, alles. Alle Sorgen weg. Ja. Ja. Aber dann, wo die Trennung ist, die Scheidung, und dann, wo die Zucht hat angefangen hast, hast du dann ein geordnetes Leben gehabt, quasi mit Job und Wohnung. Alles. Ja. Ja. Alles klar. Und jetzt, wie ist jetzt der Alltag? Ja, dann gehe ich mit dem laufen. Ja. Komm ich halber hin oder gehe in die Gassenküche oder in die Katerinenhof. Ja. Und mit der Sucht? Ja. Eben ein Briefchen am Tag, 0,2. Ein Briefchen? Mit Heroin oder was ist das? Heroin. Ja. Heroin, ja. Aber ist es eine kontrollierte Abgabe? Oder? Nein, die kaufst du schon. Hä? Die kauft man da. Da? Ja. Und was kostet das Briefchen? 20 Stutz. Ja. Aber das nimmst du einmal oder weißt du ständig wieder? Nein, nein. Einmal? Ein Ort weg ist es. Nase? Ja. Okay. Und das hat dann einen Tag her? Ja. Okay. Ist das eine falsche Vorstellung, dass du eigentlich, dadurch, dass du jeden Tag ein Briefchen nimmst, gar kein Leid mehr hast, weil es dir eigentlich wegen der Drogen kannst du ertragen? Ja. Gut. Aber wünschst du dir, wenn du noch mal zurückkommst, was würdest du anders machen? Nicht nehmen, wenn man nicht kennt. Ja. Ich bin nie mit Drogen, zu einer Kanüge, einer Kiefe, nichts. So. Gleich hat er es geschafft, unser Gelbflitzer. Wir nähern uns am Ende dieser Reise. Es bleibt nur noch, jemandem eine Freude zu machen. Und zwar den ersten Besitzer des Bus, der Hampi und Dino. 30 Jahre hatten sie den Bus und mit ihm die Welt entdeckt. Und als sie kürzlich ihre alte Liebe im Fernsehen gesehen haben, sind sie beide fast vom Stühle gefallen. Was ist denn da vorne rechts? Vorne. Ja. Für das Wiedersehen haben der Hampi und Dino die ganze Familie zusammengetrommelt. Die Geschichte des Bus ist auch Geschichte von einer langen Freundschaft. Auch am Handy! Hoi zusammen! Hey, hey! Hey. Schönes so, Wiedersehen! So geil! Hey. Schon der Martin? Nein, der Hampi. Hampi? Ja. So schön? Ja, das ganz schön. Du kannst da gerade in das Plätzchen rein. Hast du parkieren oder so? Nein, nein. Gut. Hoi, Martin! Ja. Hoi! Salut! Donat, freut mich! Hoi! Hoi! Schnell parkieren, ist gut? Ja, ja da rein. Sehr schön.
Wer ist das? Das müsst ihr mir erklären. Das ist der Brummi. Der Brummi? Ja. Ja, er hat immer Brummi geheißen. Ja, für uns. Ja. Ja. Und wann habt ihr den und wie ersteigert oder gekauft? 1979 haben wir den zu Lörrach gekauft. Ja. Ihr zwei zusammen? Ja. Wenn ihr ihn jetzt seht, da vorne, wie lange habt ihr ihn nicht mehr gesehen? Weißt du, was kommen da für Gefühle? Ja. Es war doch ein Teil, ein langer Teil von uns, oder? Also insgesamt haben wir etwa 2,5–3 Jahre hier gewohnt. Mit den grösseren Ferien, die wir noch gemacht haben, oder? Wollt ihr schnell schauen? Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, das ist nicht mehr gleich. Hinten ist noch gut, hä? Ja, hinten geht's noch, aber... Wie meinst du, hinten ist noch gut? Ja, aber da, also Küche haben wir natürlich ein Bijou gehabt. Wie sieht's aus, die Herren? Also Küche ist das... ganz anders. So? Ja, ja. Ja. Und da haben wir natürlich... Ja, wir haben ein Kind gehabt, wir haben Kästen gebraucht, oder? Da war ein Kasten bis runter. Ja. Wo du hast, Hosen können aufhängen. Der Kühlschrank ist noch der gleiche. Ja. Der gleiche Ort. Ja. Und pennen habt ihr auch hinten? Hinten oder da. Weißt du, das hätte man dann können ausziehen können. Das ist dann bis da vorne gegangen. Ja. Das kannst du immer noch, ja. Aber gell, Hempel, du hast den Finger halb verloren beim Bügeln im Bus. Ja. An dem Fenster da hinten. Ja. Ich musste so kleine Teile machen rundherum, zum Schiften. Und eins war noch zu dick. Da habe ich die Maschine zwischen die Beine genommen, wenn es Schreiner macht. Ja. Und jetzt ist er halt ein bisschen rum. Er braucht dann jetzt einfach halt Stinkefinger, oder? Das ist Lebensfreude. Yes. Wer weiß, was der Böse noch für eine Geschichte schreibt. Vielleicht kommt er ja wieder in seine Ursprungsfamilie zurück. Die erwachsenen Kinder haben das Interesse auch schon mal angemeldet. Schau, jetzt die Hände spüren und brüllen. Alle, jetzt und vielleicht dürfen ja auch wir wieder mal mit dem Brummi durchs Zeug blocken, um mit den Leuten über das Leben zu schwätzen. Also ich hatte Freude. Das war es mit dem Film. Ihr wisst, was jetzt kommt. Irgendetwas Gescheites, Philosophisches von wegen Freude und Leid und wie das Leben so geht. Aber weißt du was? Das schenken wir uns jetzt. Ist gut. Habt nicht Sorge.